Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Neustadt und ja, jetzt machen wir, was machen wir? Ja, ratet mal, genau, ich habe es gestern schon gesagt. Wir beginnen mit der Universallinie, würde ich vorschlagen. Das ist natürlich eine gröbere Aufgabe, das wird ein Momentchen dauern, haben wir schon mal gemacht in vergangenen Staffeln, macht immer wieder Spaß. Ist aber natürlich nicht unkomplex, sagen wir es mal so, weil eine Universallinie, falls jemand nicht weiß, was das ist, wir laufen mit einem oder meinetwegen mit zwei Zügen, das ist ja dann egal, sämtliche Bahnhöfe an, die wir haben. Also mit einer einzigen Linie. Also natürlich nur die Personenbahnhöfe. Das könnte man mit Güterzügen auch machen. Ganz klar. So, jetzt muss ich hier aber noch kurz was ändern. Und zwar nicht beim Railjet, sondern beim anderen Zug, der hier die Gleise nutzt. Bist du das? Nein, du bist auch ein Railjet. Dann rufen wir doch mal schnell die Linie auf. So, dele. Weil die Wagen von dem einen Zug, die lassen irgendwie nur 90 km/h zu. Da, von der Cola-Lok, da haben wir doch. Fahrzeug verwalten. Dann ändern wir das schnell. Und zwar folgendermaßen. Gewähltes Fahrzeug ändern. Ich gucke jetzt nicht, ob die wirklich nur 80 machen. Ich glaube das jetzt ganz einfach mal. Oder vielleicht machen sie sogar 90. Aber die bremsen natürlich einfach den Railjet aus. Das ist das Problem. Deswegen kommen die weg, auch wenn sie schön sind. Weil, ja, wir wollen ja nicht den Railjet ausbremsen. Das ist nicht die Grundidee des Ganzen. Haben wir irgendwas anderes Rotes, was auch ein bisschen Tempo generiert? Gehen wir davon aus. Ja. Ja. Waren sie das? Moment, 160 lassen die zu. Das sind aber wieder Schlafwagen. Würde ich lassen. Wie sieht es hier aus? 160, ÖBB Reisezug. Oder Reisezugwagen. Okay, gebonkt, das passt. Vielleicht noch so einen dahinter. Haben wir 150 Meter, wir ändern. Und dann haben wir hier eben auch Tempo. So, das hätten wir. Gut. Also, die Universallinie, wo fängt die an? Ich würde sagen, sicherlich irgendwo in der Ecke. Und kämpft sich dann Stadt für Stadt hier durch Zeug durch. Zum Beispiel, nee, in Bad Bromille haben wir eigentlich schon mit relativ viel Sachen angefangen. Hier eigentlich auch. Was haben wir denn noch alles in der Ecke? Hier hinten haben wir halt gar nichts. Außer Birkenstöcke wäre hier. Sollen wir Birkenstöcke nehmen? Ich sag mal ja. Und dann düsen wir straight ahead in die Richtung. Also, würde heißen, wir können eigentlich schon mal gucken, welches Gleis wir hier wollen. Ja, klasse. Wir haben hier keine Gleise mehr. Kriege ich bei dir hier nochmal ein Gleis ran? Wir schauen mal. Müsste eigentlich gehen. Gleise haben wir hier. Genau, dann habe ich hier, ja leider sage ich fast schon, die ganzen Mods, aber dafür haben wir hier dann die Gleise. Machen wir den hier. Jawohl, geht problemlos. Oh genau, da fällt mir noch ein, wir könnten natürlich für den IC, weil der ja so lang ist, der IC1, im Prinzip die Bahnhöfe natürlich auch entsprechend verlängern. Aber jetzt haben wir es ja so gemacht, dass wir die Weichen versetzt haben, das geht also auch. Gut, ich mache hier auch mal noch ein Gleis hin. Und jetzt hätte ich es aber gern hier tatsächlich ein bisschen asymmetrischer. Soll ich es mal so machen und das noch ein bisschen weiterziehen? Das müsste eigentlich gehen. Ich brauche Plattformen. Und zwar nicht Güter, sondern Passagier. Invisible? Nee, Invisible muss die nicht sein. Hier, die brauche ich. Genau. Dann kommst du nämlich da dazwischen. Wenn wir hier rausgehen. Das hier noch schnell wegnehmen. Ja, ist eine andere, ist aber auch cool, finde ich. Passt. Das ist halt der alte Teil sozusagen. Gut, also Gleis haben wir. Und jetzt eben, wir nutzen natürlich Gleis, das wir haben. Allerdings, man sieht hier, das ist wieder der Schnellzug. Das ist tabu, da nutzen wir gar nichts. Wir können mal gucken, wo wir hinwollen. Nach Linda. Wisst ihr was, wir machen einfach mal den Fahrplan und gucken, ob sich das Spiel sozusagen, die Linie selber generiert. Das müsste eigentlich funktionieren, aber wahrscheinlich gehen wir dann halt, wenn es irgendwie geht, auf die Schnellzugsachen und das möchte ich ja nicht. Güterbahnhof. Moment, ich brauche die Doppel-Lines. Ja, hier wollen wir rein. Na? Ja, klappt. Aha, er geht dann hier hinten durch. Okay. Interessant. Ist das die Schnellzuglinie? Ne, hier sind schon andere viele Züge drauf. Ne, guck mal. Das würde passen. Allerdings, wie kommt er hier aufs Gleis, indem er dann hier das Ganze nutzt. Ne, hier grün. Moment. Ich muss mal die Farbe ändern. Das ist natürlich Blödsinn, wenn hier alle die gleiche Farbe haben. Gelb. Doch, doch. Wir würden hier starten. Bringt uns jetzt gerade nichts. Wir müssten ja nicht auf der Linie hier. Die ist ja auch grün. Auf der hier. Das ist unsere. Die hier außen, ganz rechts. Ja, müsste mal gucken, dass man von hier irgendwie darüber käme. Weil dann müssten wir natürlich keine Gleise mehr legen. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, hier lang zu düsen. Ich wollte eigentlich hier hinten. Aber eben, hier ist Schnellzug.
der Schnellzug unterwegs. Weil das würde uns direkt hier reinführen und das ist ja eigentlich, was wir wollen. Wir würden dann allerdings hier auch ein Gleis rein, was wir schon haben, oder nicht? Wir können es ja mal so machen. Linie, die gelbe war es. Ne, Blödsinn. Linie 1. Moment, ich habe das Auge deaktiviert. So, dann sehen wir nämlich. Genau. Wenn ich nochmal alle mache. Doch, das Gleis würde aber auch passen. Und dann hier wieder zurück düsen. Ich würde das tatsächlich so machen. Heißt jetzt aber, dass wir hier vorne durch den Bahnhof entsprechend ein bisschen anpassen müssen. Wie machen wir das am besten? Wenn wir hier das Gleis haben. Ja. Hier rüber. Da ist auch wieder Schnellzug und so weiter. Vielleicht, dass wir hier hinten rausgehen. Wird uns dann aber nicht in das Gleis. Wobei. Hier hätten wir auch nochmal. Ne, haben wir nicht. Ich war gerade sagen, hätten wir auch nochmal ein Gleis frei. Das stimmt aber so nicht. Wie kommen wir am besten nach da hinten? Ich würde sagen, eine Brücke wäre da nicht schlecht. Oder können wir irgendwas Bestehendes nutzen? Na, hier lang düsen. Kämen wir hier rüber. Das würde doch eigentlich funktionieren. Das haben wir gebraucht, damit der Zug hier, der Cat, hier lang kommt. Wenn wir in die Gleise reingehen. Hier in die äußeren. Ja, das machen wir. Warum scroll ich gerade hin und her? Ich weiß auch nicht. Das war meine Maus. Ich bin wie immer komplett unschuldig. Ganz klar. Also, wir wollen hier ran. Vielleicht sogar hier außen rum. Ich würde gerne den Pfeiler bewahren, wenn es irgendwie geht. Sag mal so. Und dann irgendwo hier rein. Können wir das so machen? Da bräuchten wir... Ne, wenn wir hier reingehen, guck mal. Ja, das müssen wir nochmal ein bisschen ändern. Dann könnten wir hier aber das Ganze zweigleisig sogar schon nutzen. Das würde funktionieren. Sieht aber ein bisschen komisch aus hier. Sieht das wirklich komisch aus? Eigentlich nicht. Ist das hier auch noch ein Gleis? Fragen über Fragen. Jawohl, ist eins. Haben wir das aktiviert? Moment, ich schau raus. Ja, machen wir noch. Damit wir dort vernünftig reinkommen. Also, dann machen wir das ein bisschen... Ja, ich muss ein bisschen nochmal kappen hier, weil das sieht irgendwie sonst einfach merkwürdig aus. Und am besten ist halt tatsächlich, man geht immer vom Gleis raus. Wäre dann so. Die Frage ist jetzt natürlich ein bisschen, kommen wir da in die andere Linie rein? Also ärgern wir da die andere Linie, wenn wir das machen? Wahrscheinlich ja. Ja, ein bisschen. Da müssen wir halt warten, bis die daherkommen. Haben die hier Signale? Ja, die haben ein Signal, die haben auch ein Signal. Aus der Richtung ebenfalls. Jetzt ist aber natürlich das Signal eigentlich... Ne, ist okay das Signal. Wir kommen hier noch nicht in das Gleis rein. Ne, ne. Das passt tatsächlich. Das müssen wir jetzt aber mit Wegpunkten dann natürlich lösen. So, dann sind wir hier. Düsen hier rüber. Und hier düsen wir eben, wenn es irgendwie geht, wieder raus. Weil dann können wir dort in die Gleise rein. Und weil ich jetzt nicht hier bei der Brücke wieder irgendwie ein Geländerproblem haben möchte, was wahrscheinlich zweifelsfrei entstehen würde, wenn ich überhaupt rauskäme. Ja. Moment, machen wir Höhe. Sag mal, gibt es hier keine Brücke? Jetzt gibt es eine. Wenn wir hier schauen. Ja, sagen wir mal, so schlimm ist es nicht. Aber auf der anderen Seite, das ist halt trotzdem Käse. Nee, das gefällt mir nicht. Wenn ich das ein bisschen in die Richtung ziehe, wird es schlimmer. Man sieht's. Wenn ich in die Richtung gehe, geht es nicht mehr. Nee, dann machen wir es anders. Wir haben hier ja tatsächlich das Ganze aufgeschüttet. Die Frage ist, ob es reicht. Wenn wir hier... Ja. Ihr seht schon, so ganz easy ist das nicht. Einfach nicht abstürzen, liebes Spiel. Du musst nichts berechnen, du musst nur mal gucken, ob es irgendwie ginge. Nee, ginge nicht. Sollen wir hier nochmal schummeln? Also das ist natürlich nicht schummeln. Was wir machen können, das haben wir schon mal gemacht, gerade letztens. Dass wir hier einfach das Ganze aufschütten. Würde ich tatsächlich machen. Dann können wir früher raus, weil sonst wird es schwierig, dort in die Gleise reinzukommen. Das heißt, wir machen eine Pause. Kappen das hier mal. Das reicht eigentlich schon. Schnappen uns das. Machen hier dann diesen. Zack. Wo ist mein Dingens hier oben? Ich sehe es nicht. Jetzt. So, Fehlermeldung logisch. Die Linie ist unterbrochen. Jetzt passt es wieder. Gut, das ging schnell. Jetzt habe ich, glaube ich, noch Signale gekappt. Mhm. Die stellen wir gleich wieder hin. Oder Moment, nee, stellen wir nicht. Weil die setzen wir sowieso neu, sobald wir hier rausgekommen sind. Da kommen wir auch schon runter. Genau, nach da hinten wollen wir. Ja, das ist perfekt. Genauso soll das sein. So, dann ist das fast ein bisschen ein komplexeres Gleisvorfeld, wenn man so will. Ein bisschen wenigstens. So, aktivieren. Und jetzt schauen wir nochmal schnell wegen den Signalen. Für die alte Strecke sozusagen. Wenn wir hier welche haben, dann haben wir jetzt hier eins. Ist das hier? Rechts.
Also das guckt da irgendwie falsch rum. Oder sag mal, Moment, ich nehme es nochmal weg. Setze es nochmal. Nee, passt. Ist die richtige Richtung. Hier brauchen wir dich, hier. Dann haben wir dort eine Weiche, dann können wir das lassen. Dann wollen wir hier natürlich noch Signale haben. Ja, machen wir mal so. Und dann haben wir das ungefähr, zumindest hier im Bahnhofs, bei der Bahnhofsausfahrt reguliert. Mhm, würde passen. Jetzt müssen wir das Ganze aber noch zusammenhängen. Und ich würde jetzt die Universallinie noch gar nicht als Universallinie bezeichnen. Aber Moment, ich kann ja wieder Play drücken. Sondern das bleibt jetzt mal Linie 1. Zumindest bis wir, ja, mal ein paar Städte haben. Weil wir werden Fehlermeldungen haben, das ist ganz klar. Irgendwann haben wir das Problem sozusagen. Warum bin ich eigentlich bei den Straßen? Irgendwann haben wir das Problem sozusagen, dass der Zug den Weg zurück nicht findet. Weil es aber nicht geht, weil die Schienen nicht vorhanden sind. Und wir sind dann aber ja noch nicht fertig mit dem Teil. Das heißt dann natürlich Umkehrschluss, dass wir halt mit der Fehlermeldung leben müssen. Ich glaube, ich mache das auch besser so, dass wir fädeln hier aus. Dann ist, nee, das wäre schade, dann ist das Ding dort weg. Wenn wir so fädeln, haben wir dort noch eine Weiche oder was? Nein, es fädelt. So, einmal fädeln, dann würden wir gerne hier rein. Das wäre, glaube ich, richtig soweit, jawohl. Und jetzt haben wir hier wieder ein Signal, das müssen wir kappen. Das ist leicht im Weg. Ja. Ja. Moment. In die Richtung geht's. Ja. Und, passt das so? Ja, ist doch vernünftig, denke ich. Zack, den noch. Dann haben wir das ja zweigleisig. Nehmen das Gleis mit. Und dann wird es eigentlich theoretisch funktionieren. Rein theoretisch. Sobald wir halt wahrscheinlich Wegpunkte noch gesetzt haben. Kann aber auch sein, dass sich die Linie jetzt selbstständig noch diesen Weg neu gemacht hat. Ganz einfach, weil der vielleicht kürzer ist. Das weiß ich nicht. Ja, ich würde mal sagen so und dann vielleicht hier noch. Ne, da haben wir schon eins, aber hier. Jetzt habe ich hier noch ein Signal gekappt. Das hätte ich gerne wieder. Das wäre dann hier. Ne, guck mal, da haben wir ja schon eins. Ja, wobei, dann können wir das kappen. Das ist ja nicht egal. So, einmal weg. Und dann passt. Schöne Dampflokomotive. Was wir für einen Zug nehmen, das weiß ich natürlich auch nicht für diese Universalstrecke. Oh, sehr schön hier. Das gucken wir, wenn wir fertig sind, weil das wird jetzt über mehrere Folgen dauern. Definitiv, das kriegen wir nicht so schnell gewuppt. Wir müssen immer wieder gucken beim Bahnhof, ob der Zug rauskommt etc. Wir haben aber auch keine Eile. Das ist okay, wenn es ein Momentchen dauert. Da kommt gerade der IC daher. Auch schön. Ja, cooles Städtchen. Ist halt, die Eckstädte, die sind halt immer relativ schnell belebt. Das ist ganz klar. Also das ist eigentlich nicht klar. Aber bei uns ist es tatsächlich so, weil wir von den Eckstädten aus halt meistens dann irgendwelche Linien machen, Hybride und so weiter. Hallo, ich ein Kollege. Müsste der Italiener sein. Ja, hier könnte man einfach auch ein bisschen Transporting machen, ganz klar. Man stellt sich hier an den Bahnübergang. Der ist wahrscheinlich relativ selten offen. Jetzt geht er gerade auf, weil da immer viele Züge unterwegs sind. Hier auch nochmal, da der Cat da oben. Sehr cool. So, sollen wir mal schnell schauen, was die Linie macht? Ich würde sagen, ja. Unsere gelbe Linie. Die Linie 1. Ach. Okay, jetzt hat er sich... Ja, jetzt hat er sich umentschieden. Stimmt das denn hier hinten auch? Nee, stimmt nicht. Wir müssen mal gucken, was passiert, wenn ich dich jetzt nehme und ihn die 9 reinsetze. Scheint zu klappen. Moment, jetzt wird's gemacht. Also, hier außen, dann wären wir hier zweigleisig. Gehen hier raus. Ja, guck mal einer an. Ich würde sagen, das passt eigentlich schon. Sehr cool. Dann geht das nachher vorne. Aha, dann geht es hier runter. Ja, man muss nicht mal selber den Weg suchen. Wie schön ist das denn? So, hier geht's in die Richtung. Ja, ich denke, die Linie haben wir. Ja, genau. Dann macht er hier den Bogen. Ja, hier ist es eingleisig. Hier ist es zweigleisig. Und dann gehen wir hier ins richtige Gleis rein. Hurra! Die erste Etappe ist fertig. Sehr gut. Gut. Ja, dann müssen wir hier eigentlich nichts mehr machen. Die Signale haben wir gesetzt. Das passt. Dann würde ich sagen, wir gucken, wie wir von hier. Wo müssen wir hin? Nach Tunzenhausen. Ich würde sagen, wir grasen jetzt mal die Seite ab. Und gehen dann hier in die Mitte und hinten wieder zurück. Irgendwie, dass wir das so machen. Dass wir irgendwie sowas ähnliches haben wie ein Konzept. So, gut. Wenn wir hier raus wollen. Ja, vielleicht hier eine Ausfahrt. Und dann haben wir doch hier Gleise. Wer ist hier unterwegs? Wir nicht. Das ist was anderes. Auge.
Dunstnausen Treibstoff, Lebensmittel. Das sind Güterzüge, die hier verkehren. Ja, da kommt unsere Universallinie definitiv auch rein. Ach, hier, guck mal, eine Lumilla. Das wurde gerade noch gefragt in den Kommentaren, ob wir eine Lumilla haben. Da ist sie. Die zieht unsere Zuckerwagen. Lebensmitteltransport ist das. Also, können wir machen? Oder kommt das hier eh zusammen? Ja, guck mal, wenn wir hier reingehen. Ach so, nee, wir müssen natürlich schon erst in den Bahnhof rein. Das ist tatsächlich so. Und irgendwie wäre es natürlich gar nicht mehr so verkehrt, wenn wir hinten wieder rausgehen, weil sonst... Ja, nee, wir haben nur einen Zug. Also da müssen wir tatsächlich keine Rücksicht nehmen. Wir haben nur einen Zug, der hier reinfährt. Der kann ohne Probleme auch wieder in die Richtung raus. Das sind ja immer noch kleine Gleisteile, die wir machen. Die wir dann alleine befahren. Würde für mich heißen, wir schnappen uns hier wieder ein Gleis. So, und bauen in die Richtung. Und ich würde aber auch vorschlagen, dass wir jetzt nicht nur 5-6 Folgen hier das Ganze machen mit der Universallinie, sondern dass wir zwischendrin auch mal wieder was anderes haben. Und da habe ich auch schon eine Idee. Nämlich unter anderem zum Beispiel, dass wir die Raststätte wieder hinsetzen, die wir abgerissen haben, weil wir dachten, die ist zuständig für die Probleme, die wir haben mit der Performance. Das war ja dann nicht der Fall. Also die brauchen wir wieder. Und dann, ja, warum nicht irgendwie zwischendrin mal wieder noch eine Regio reinschieben. Das wäre ungefähr, was ich machen möchte. Weil man kann natürlich auch das in einem Zug machen, aber ich weiß auch nicht. Ich finde, das ist dann irgendwann, nach 3 Folgen wird es ein bisschen mühsam, weil du siehst nie Züge, du kannst nie Züge kaufen, sondern es ist dann halt tatsächlich einfach eine Fleißleistung, auch wenn sie Spaß macht. Okay, wir brauchen hier noch ein Signal. Und da brauchen wir hier noch eins und dann haben wir dort oben welche. Das ist in Ordnung. Und in die Richtung müsste dieses hier weichen. Aber nur das Signal bitte. Nicht unbedingt die Schiene. Und dann haben wir meinetwegen hier nochmal ein Signal. So, gut, passt in die Richtung. Ja, brauchen wir hier eins. Sollen wir dort einen Block machen? Wir machen hier einen Block. Okay, passt. Dann sind wir dort. Also, jetzt mal schnell gucken. Hier durch. Nach hier hinten, hier in die Gleise rein. Mhm, interessant. Das könnte auch noch ein bisschen weiter vorne stehen, ist aber egal. Dann sind wir hier, düsen weiter, weiter, weiter. Ach, und dann sind wir hier, wo die Linien nicht mehr so genau stimmen. Genau, das ist klar. Aber dann haben wir wenigstens Platz. Denke ich mir. Ja, übertrieben viel Platz haben wir nicht. Im Gegenteil. Hier, das ist ein Durchfahrtsgleis in der Mitte. Das bringt uns nichts. Ja, ich würde sagen, hier müssen wir auch noch mal kurz tatsächlich konfigurieren. Gleise. Dann schnappen wir uns das wieder. Da machen wir ja auch ein neues Gleis ran. Machen wir langsames Gleis. Die Universallinie, die muss nicht, weiß ich nicht, wie schnell sein. Machen das wieder ein bisschen asymmetrisch. Das gefällt mir immer relativ gut. So, hier brauchen wir keine Plattform. Da haben wir eine. Man sieht es hier. Oder ist das der Güterbahnhof? Moment, jetzt muss ich gerade ein bisschen gucken. Ist das der Güterbahnhof? Wenn der anhält, dann ja. Moment, geh mal raus. Ja, die hängen halt zusammen. Ne, das ist der Güterbahnhof. Woran erkenne ich am besten, ob es ein Güterbahnhof ist? Oder ob es die Gleise sind vom Güterbahnhof? Ne, das hier ist schon der normale. Ja, wir werden sehen, wenn wir diese Station nicht aufnehmen können, in den Fahrplan wissen wir warum. Jetzt müssen wir aber noch schauen, dass wir in das Gleis reinkommen. Da muss ich jetzt nochmal kurz gucken, was wir hier an Möglichkeiten haben. Wir müssten ganz außen durch. Wäre hier. Können wir nicht auch nochmal? Moment, ich mache hier auch nochmal 2 Signale hin. Einfach, weil wir es können. So, der wartet hier und jetzt fährt er. Wir wären dann hier. Ja, dann müssen wir hier einfach wieder raus. Und das mit einem Gleis. Und das kriegen wir relativ easy gewuppt. Dann haben wir tatsächlich doch schon 2 Strecken gemacht. Okay. Geht doch zügiger, als ich dachte. Weil wir halt schon viele Gleise haben, natürlich von... Ja, von Regios und so weiter. Das ist natürlich klar. Also eigentlich ist fast logisch, dass man es ein bisschen schneller hinkriegt als gedacht. So, würde passen. Nehmen wir dich doch hier mal auf. Birkenstöcke war der Anfang. Das heißt, das müsste hier dazu. Plupp. Und dann haben wir hier wieder das Ganze falsch in dem Sinne. Schnappen uns ihn. Linie 1 müsste... Moment. Terminals Linie 1 müsste in die 3. Jo. Das müsste auch klappen. Kontrollieren wir nochmal. Ach, das war sowieso was anderes. Okay. So, die geht jetzt hier rein. Jetzt haben wir hier ein bisschen viel Gelb.
Aber wir können die Linie natürlich jederzeit wieder umfärben. Das ist uns ja eigentlich egal. Was haben wir hier nicht? Zum Beispiel grün. Also, das ist jetzt unsere Linie. Das muss man sich aber merken, dass man dann nicht plötzlich auf die gelbe switcht, weil man vorher die gelbe hatte. Das habe ich alles auch schon angestellt. Das geht problemlos. Ist das hier aber eingleisig? Ja, das ist eingleisig. Nee, das wollen wir aber nicht. Warum ist das eingleisig? Zack. Okay, dann fährt er. Hm? Hier ist halt auch wieder grün. Moment, haben wir nicht irgendeine Farbe, die keine Linie hat? Nee. Die haben wir alle verbraten. Die hier ist, glaube ich, noch ungewöhnlich. Okay, was macht er denn hier? Moment, wir machen es mal anders. Genau, nur dass wir diese Linie haben. Er fährt hier rauf. Dann haben wir hier die Weiche, geht da rein, fährt hier zurück. Ja, ist eigentlich richtig. Wisst ihr warum? Weil das am Ende natürlich sogar, das wird ein eingleisiger Rundkurs, wenn man es genau nimmt. Höchstens, wir können natürlich aus der anderen Richtung noch einen zweiten Zug lang schicken. Das würde natürlich gehen. Dann wäre es, dann müsste es eigentlich zweigleisig sein. Wobei, ich gucke mal nochmal schnell. Nee, das stimmt, irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist das eingleisig? Wir haben es doch eigentlich zweigleisig gehabt. Oder meine ich das nur? Birkenstöcke. Wir düsen hier außen rum. Okay. Und wir düsen halt eingleisig hier außen rum. Sag mal. Wenn wir hier rauskommen. Ne, hier kommen wir raus. Genau, dann können wir doch hier rüber. Und hier lang. Oder geht das nicht? Moment, doch, der müsste doch hier geradeaus, kann er doch hier eigentlich auch. Das ist eigentlich kein Ding. Ja, da stimmt irgendwas mit der Weiche wahrscheinlich sonst nicht. Hä, jetzt fährt er hier runter. Bist du das? Ist das unsere Linie hier? Was macht er denn da? Dann kommt er hier hinten. Nee, der fährt ja komplett falsch. Oder habe ich jetzt ein komplettes Durcheinander? Wir haben die Linie. Wo fährt der denn hin? Hä? Come on, wo willst du hin? Beinhausen? Moment, ich brauche die Linie nochmal. Birkenstöcke, Lindertunzenhausen. Da ist Beinhausen nicht drin. Was haben wir denn jetzt hier für ein Problem? Von Birkenstöcke soll er nach Linda. Das hat doch vorher eigentlich perfekt funktioniert. Ich brauche nochmal die Doppel-1. Ihr seht schon, jetzt haben wir jetzt schon, oder ich habe jetzt schon ein kleines Durcheinander. Hier machen wir nochmal die Farbe anders. Wir machen wieder das Gelb. Ja, das ist richtig. Und hier... sehe ich halt nicht. Moment. Machen wir nochmal kurz das Teil weg. Und machen nur die Linie. So. Ja, nee. Jetzt hat sich das irgendwie umgestellt. Definitiv. Ach so, nee. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Rückweg. Kann das sein? Der Rückweg, den wir eben noch nicht haben. Deswegen stimmt es nicht. Aber ich hätte es halt gerne trotzdem irgendwie zweigleisig. Weil... gibt das einen Rundkurs? Ich frage mich jetzt wirklich gerade. Nein, doch, es gibt natürlich einen klassischen Rundkurs. Im Schluss, wenn alles stimmt, kommen wir hier wieder rein in Birkenstöcke. Irgendwo von hier hinten kommend. Also von daher doch. Stimmt. Jetzt wird aber das hier nicht genutzt. Er fährt halt hier rein. Hier stimmt das Gleis wieder nicht. Jetzt merke ich es. Okay, und was ist das hier? Ich sehe mich gerade ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Also, wir brauchen nochmal die Terminals. Du musst in die 9, haben wir gesagt. Okay, jetzt gehen wir hier wieder raus. Schnappen uns nochmal die Linien. Jetzt stimmt's wieder. Jetzt fährt er hier lang. Jetzt ist er wieder zweigleisig. Warum hat sich das denn verstellt? Das habe nicht ich verstellt, oder schon? Nee. So, hier teilt sich's auf, oder? Wir machen nur die Linie. Hier teilt sich tatsächlich auf. Sag mal, wo will der denn da hin? Guck mal hier. Das ist ja nicht zu glauben. Aber eben, das ist der Rückweg. Ja, ich habe vergessen, dass wir natürlich einen Rückweg haben. Und wir haben einen Rundkurs, das heißt, wir fahren eingleisig. Das ist absolut richtig. Also wir fahren natürlich in dem Sinne nicht eingleisig. Wir haben ein zweites Gleis. Das fährt aber ganz einen anderen Weg. Aber der Rückweg ist eigentlich komplett irrelevant. Der muss uns nicht interessieren. Uns interessiert jetzt diese eine Linie hier. Genau, die dann hier weiterfährt. Und zwar eingleisig. Doch, guck mal, jetzt habe ich es doch wieder... ich habe es halt auch schon länger nicht mehr gemacht hier. Universalstrecke. Aber so funktioniert es nämlich. Dann geht das hier raus. Für uns ist nur relevant in die Richtung. Das andere interessiert uns überhaupt nicht. Und die Richtung, die stimmt. Weil, wenn wir dann eins weiter sind, das wäre in Murksbach, dann wird er wieder nochmal eine andere Strecke zurücknehmen.
Und irgendwann haben wir vielleicht das Problem, dass die Strecke nicht funktioniert. Und dann haben wir die Fehlermeldung. Und das ist die Fehlermeldung, die wir stehen lassen müssen. Weil das wird sich wieder regulieren, wenn wir wieder beim ersten Bahnhof ankommen. Hier bei Birkenstöcke Süd. Ja, gut, passt. Das dachte ich echt gerade ein Momentchen. Hä? Hat sich aber dann doch wieder aufgeklärt, das Ganze. Sehr gut. So, wenn wir hier rausgehen. Wir würden gerne darüber. Da hätten wir hier Gleise. Aha. Regio Linda und bla 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 haben wir hier. Klar, das wird sich jetzt natürlich sowieso überschneiden. Das ist ganz klar. Wir werden hier den Weg machen, den die Regios eigentlich schon vorbereitet haben. Zumindest die, die wir haben. Dann müssen wir einfach dort in die Gleise rein. Wenn wir behaupten, das kriegen wir auch hin. Ich kann es natürlich jetzt auch ein bisschen anders bauen, jetzt wo ich wieder weiß, wie es geht. Nämlich, wir müssen eigentlich nur eingleisig denken. Das heißt, hier raus. Hier rein. Geht so nicht. Wir verlängern das mal. Sonst müssen wir halt die Straße kappen. Das ist ja dann auch egal. Oder geht so? Nein. Moment. Gehen wir nochmal raus. Ja. Wahrscheinlich. Ja, das geht nicht. Okay. Muss ich hier? Allen Ernstes? Ja. Ist Bahnhofsbereich. Sie müssen weichen. Die kriegen jetzt eine schöne Wohnung im Grün draußen. Die sind auch zufrieden. So. Passt hier rein. Wir brauchen hier keine Weiche, weil es eingleisig ist. Dann düsen wir genau in die falsche Richtung. Moment. Aha. Nee, nee, das stimmt so aber nicht. Wir müssen nicht in die Gleise rein, sonst geht es hier über den Fluss. Wir müssen in die rein. Genau, hier von der Ludmilla mit ihren Zuckerwagen. Da müssen wir hin. Ja, kriegen wir auch gewuppt. Und zwar am besten... Sollen wir hier eine fette Weiche machen? Ich gucke mal, ob das überhaupt geht. Das geht tatsächlich. Ja, dann machen wir das so. Dann sind wir in unseren Gleisen. Sonst muss ich wieder irgendwie eine Brücke oder was machen. Das muss ja nicht sein. Ich werde jetzt hier aber nichts aktivieren. Weil das ist ganz einfach von hier. Hier rüber. Dann wird er schön schlängeln. Hier in die Gleise rein. Und dann geht das hier lang. Und dann hier oben lang. Und hier in den Bahnhof rein. Wie sieht es hier aus? Ja, da haben wir... Ne, da haben wir eigentlich auch keinen Platz mehr. Ja, es ist halt blöd, jetzt eine Doppelbelegung machen. Da bin ich ja tatsächlich nicht so begeistert, muss ich gestehen. Das ist irgendwie Käse, wenn wir das machen. Weil, ja, dann blockieren wir vor allem mit der Universallinie wieder noch die ganzen anderen Linien. Kriege ich hier nochmal ein Gleis hin? Das ist halt ein gemoddeter Bahnhof. Konfigurieren? Ne. Ne, das geht nicht. Gut, dann würde ich sagen... Ja, wir können gar nichts anderes machen. Wir stellen hier halt nochmal einen Bahnhof hin, einen kleinen. Oder eine Spitzkehre, wisst ihr was? Wir machen hier eine Spitzkehre ran. Das würde doch eigentlich auch gehen. Gebäude. Oh Gott, wo hatten wir die Spitzkehren? Hier, Spitzkehre Person. Gerne ein bisschen länger. Ne, Anzahl der Gleise ist okay. Ja, das ist ein bisschen zu gut gemeint. Wie lang muss das Gleis sein? Das ist eine gute Frage. Dreh es mal ein bisschen sanfter. Na, das geht doch. Das kriegen wir hier ran. Dann haben wir hier halt einen zweiten Bahnhof. Das sieht man ja aber dann nicht mehr. Und wir müssen da aber auch reinkommen. Das heißt, die Häuser hier, die sind sowieso auch weg. Also die kann ich auch jetzt schon mal wegnehmen. Ja, ich mache ihn noch ein bisschen länger. Einfach damit es besser aussieht. Wenn wir dich jetzt hier so haben. Ja, dann ist es schön asymmetrisch. Passt. Gut, du musst halt auch weichen. Guck mal, das sieht man doch nicht mal. Dass das nicht zu dem Bahnhof gehört. Das ist eigentlich eine gute Idee, dass man einfach eine Spitzkehre ranmacht. Das passt ja. Man sieht, wir haben natürlich dann zwei Symbole. Das ist logisch, das ist der normale Bahnhof. Und das ist die Spitzkehre, die wir jetzt gemacht haben. Und jetzt wäre eher noch die Frage, wie wir dann von hier vorne reinkommen. Hier rein. Das wird halt auch wieder einen Tunnel geben. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wir kommen hier nicht vernünftig rein. Ich muss nochmal den hier haben. Dankeschön. Hier rausgehen. Nee, das vermurkst uns das ganze Portal. Da bin ich schon mal fast sicher, dass das so nicht geht. Wenn ich hier vorne rausgehe. Das würde gehen. Haben wir hier eine Weiche? Nee, brauchen wir ja auch nicht. Wir sind ja eher eingleisig unterwegs. Was erzähle ich denn? Wir sind ja eher auf diesem rechten Gleis unterwegs. Nee, nee, das passt. Das können wir so machen. Dann sind wir hier drin. Dann würde ich sagen, lasst uns die Linie schnappen. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, machen wir zuerst was anderes und dann werden wir hier aber weitermachen. Weil sonst kommen wir hier nicht in die Gänge. Das ist natürlich auch wieder wahr. Also, ich brauche... Achso, unsere Linie ist natürlich jetzt noch nicht drin. Da haben wir sie. So, Linie verwalten.
Nach Tunzenhausen, das wäre hier, wollen wir hier rein. Mal gucken, was das Spiel macht. In den Personenbahnhof, in die Spitzkehre. Jawohl, funktioniert. Dann haben wir das ebenfalls. Ja, dann haben wir jetzt doch schon 4 Bahnhöfe gemacht. Ja, es geht doch schneller, als ich gedacht habe. Aber wir hatten auch noch nicht viele Probleme. Das kann natürlich teilweise schwieriger werden, dass man mit Brücken etc. arbeiten muss. Das einzige Problem, was ich jetzt hatte, ist, dass ich vergessen habe, dass das natürlich im Endeffekt eine Rundlinie gibt. Und mich dann gefragt habe, was macht die Linie? Hier plötzlich da hinten, ja, wie gesagt, das war der Rückweg, den natürlich die Linie einplant. Anders geht's gar nicht. Aber der interessiert uns nicht. Den Rückweg, den bestimmen wir, indem wir dann eben die anderen Bahnhöfe wieder reinnehmen. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Dann machen wir weiter hier. Allerdings, wir machen auch noch ein bisschen was anderes, würde ich vorschlagen. Wow, guck mal, rote Türen, die blinken. Wie schön ist das denn? Nehmen wir dich gleich mal zum Tschüss sagen. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Bye, bye.